Nicht nur in der Champions League lief es sahnemäßig, auch in der Bundesliga ein leichtes Plus gemacht. Und darauf kommt es ja an. Und vor allem danke, Jürgen. Sportspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5 Euro Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an. Ja, und gleich rein in den 16. Spieltag mit Chris Custodian und seinen Bremern. Und die spielen gegen Mainz Heimspiel, sind Quotenfavorit mit einer 1,85. Hätte ich nicht gedacht, denn bei Werder läuft es ja gerade gar nicht. Sie sind im besten Falle Mittelmaß der Liga, leider momentan aber deutlich schwächer. Haben jetzt gegen Bayern München 6-1 verloren, 1-0 Führung, da habe ich gehofft, da geht vielleicht was. Mainz ist eine gefährliche Mannschaft auswärts, vor allem gegen andere Teams auf Augenhöhe. Jetzt zwei Niederlagen in Folge, gegen Dortmund abgeschossen wurden und davor keine Chance eigentlich gegen Augsburg gehabt. Es spricht viel für ein Unentschieden oder aber sogar was auf die stärkere Quote von Mainz zu gehen. Ich hoffe, Werder siegt, aber siegt keinen Tipp für mich. Ich tue mir hier auch schwer, also von der Quote her könnte man schon sagen, Bremen total von der Rolle und verunsichert. Dann würde ein Asian Handicap auf den Außenseiter mit plus 0,75 vielleicht Sinn machen. Das würde halt bedeuten, bei einer Niederlage der Mainzer mit einem Tor Unterschied bekäme man die Hälfte vom Einsatz zurück. Beim Unentschieden oder einem Sieg wäre die Wette mit einer Quote von 1,88 gewonnen. Aber würde halt auch heißen, dass man hier auf Mainz setzt. Und das würde ich jetzt hier nicht tun. Ich würde eher hoffen, auch aus Sympathie zu dir und Florian Kohfeldt, dass die Bremer hier eine Reaktion zeigen und zumindest dann Weihnachten noch retten, vielleicht mit zwei guten Spielen. Das wäre doch schöner, aber hier im ersten Spiel keine Wette. Haben wir eine Wette bei Borussia Dortmund gegen Leipzig? Die haben ja beide heftige Auswärtssiege geholt. Was siehst du da? Oder rede ich zuerst? Oh mein Gott. Nein, ich sehe da schon einiges, wenn man halt auch auf die Quote sieht. Denn Leipzig ist hier Außenseiter mit einer 3,25er-Quote und naja, Leipzig ist halt Tabellenführer. Nicht zu Unrecht, weil Gladbach ja am letzten Spieltag gepatzt hat, mehr oder weniger durch ein Tor in der Extra-Time durch Maxi Arnold, noch 2-1 gegen Wolfsburg verloren hat und Leipzig, ja, die lassen sich wenig zu Schulde kommen. Und von daher wäre das doch ein interessantes Spiel hier in Dortmund, bei dem Nagelsmann als fast Dortmund-Trainer, er war ja im Gespräch da lange, seinen fast Club da ganz schön ärgern könnte. Und ich weiß nicht. Ich denke, dass Dortmund gerade in wichtigen Spielen gegen größere Teams sich schwerer tun könnte. Und das ist ja Leipzig im Moment. Und deswegen glaube ich hier jetzt mal nicht direkt an einen Dortmund-Sieg, ziehe zumindest hier beim Asian Handicap ein Unentschieden der Leipziger absolut in Erwägung. Aber das gibt dann eine 1,7er-Quote mit Asian Handicap plus 0,5 auf Leipzig. Eine plus 0,25 auf Leipzig wäre mit 1,95 auch relativ attraktiv, denn dann würde man bei einem Unentschieden die Hälfte gewinnen. Und das wäre eigentlich mein Vorschlag, wenn du nichts dagegen hast. Ich glaube, ich habe was dagegen. Ich weiß nicht. Leipzig ist schon öfter unter die Räder gekommen bei Dortmund. Und die haben auch so ein bisschen diese Dortmund-Mentalität. Wenn sie kurz davor sind, machen sie einen Scheiß. Und für mich, klar, mit einem Unentschieden hätten wir immer noch die Wette gewonnen. Aber vielleicht reden wir am Ende des Spieltags nochmal drüber. Momentan sehe ich keine Wette auf die Over-Under-Tore oder Both Teams to Score. Die Quote gibt nicht viel her. Sowieso nicht unsere Favoritenwetten, so Torwetten. Da greifen wir lieber zum Asian Handicap. Und auch vielleicht in diesem Fall wird es aber vielleicht gar nicht nötig sein. Denn die letzten zwei Spieltage, glaube ich, haben wir nicht auf unsere Augsburger gesetzt. Und dann haben sie wieder abgeräumt. Am vorletzten haben wir drauf gesetzt, oder? Ja. Und diesmal bin ich wieder im Stadion. Zweimal in Folge im Heimspiel von Augsburg. Ja, der Glücksbringer, da kann ja eigentlich nichts schief gehen. Und Düsseldorf steht ganz hinten drin. Augsburg hat das Momentum auf seiner Seite. Wir können mal kurz auf die letzten Spiele der Augsburger schauen, denn die sind ja gut gelaufen. Sie haben jetzt hier 1, 2, 3, 4... diese vier Spiele zumindest nicht verloren, drei davon gewonnen und
Gegen Düsseldorf sind sie zu Recht Favorit, aber die 1,9er-Quote ist, finde ich, noch sogar ein bisschen value-haltig, weil Düsseldorf ja auch zuletzt relativ schwach war. Und deswegen würde ich hier einfach auf den Heimsieg der Augsburger Fuggerstädter gehen mit einer 1,9. Da bin ich doch dabei, würde aber auch ganz gern einmal auf die Asian Handicaps ansehen und oder Tore. Vielleicht geht da auch noch was, in Augsburg minus 1. Ist schon wieder relativ sexy oder minus 0,75. Auch gar nicht so ohne. Kriegt man noch mal eine Zweierquote. Fällt mir eigentlich genauso gut. Die Auratore, wenn man sich die letzten Spiele von Düsseldorf anschaut und die Offensivstärke von Augsburg daheim, da sehe ich auch die Möglichkeit, dass da über 2,5 oder über 3 fallen. Denn bei den letzten Heimspielen haben wir schon Vollgas gegeben. Und wenn man sich mal überlegt, gegen Mainz, da hätten sie auch allein in der ersten Halbzeit schon 5 Tore schießen können, 3 schießen müssen. Also das kann man mal überlegen und wir fahren ja mit Augsburg ganz gut. Ja, und dass du dann auch im Stadion Grund zum Mitjubeln hast, haben wir die Over 3 eingeloggt. Das heißt, bei genau 3 Toren gibt es den Einsatz zurück und wenn es mehr Tore gibt in Augsburg, dann ist die Wette bei einer doch attraktiven Quote auch gewonnen. Super! Nächstes Spiel und das letzte am Dienstag, das wäre Union Berlin gegen die TSG aus Hoffenheim. Und hätte irgendjemand vor der Saison gesagt, dass die Hoffenheimer hier Quoten nicht Favorit sind, also Außenseite, eine 3-0 gegen Union Berlin und beide quasi mehr oder weniger punktgleich nach 15 Spieltagen sind, dann hätte man gesagt, du bist doch irgendwie eisern Union-Fan. Aber das ist die Realität und die Realität sagt doch auch, dass Union irgendwann sich mal dem prognostizierten Leistungsniveau anpassen muss, oder Radek? Als würdest du meine Gedanken lesen, aber wir kennen uns ja auch schon über 30 Jahre, von daher haben wir da wahrscheinlich eine mentale Verbindung und in dem Fall muss man ja auch gar kein Hellseher sein, um zu sagen, die Dreierquote auf Hoffenheim ist auf jeden Fall attraktiv genug, um darauf zu setzen, egal ob Hoffenheim jetzt die letzten paar Spiele schwach gespielt hat oder zumindest nicht gewonnen hat. Wie du sagst, Union ist mal wieder fällig. Wir haben zwar einen eisernen Union-Fan in den Kommentaren immer, der immer sagt, ja, Union macht's wieder. Bin ich gespannt, ob du dieses Mal wieder der Meinung bist, dass Union auch dieses Spiel gewinnt. Aber ich wäre doch dafür, hier auf einen Asian Handicap 0 von 2,05 auf Hoffenheim zu gehen. Beim Unentschieden ist das Geld zurück. Und das ist in meinen Augen schon eine gute Wette. In meinen genauso. Und dann sind wir auch schon bei den Mittwochspielen bei der englischen Woche. Und wir starten mit Klinsi. Klinsmann in bei Leverkusen. Bayer Leverkusen. Ja. Und da melde ich mich mal zu Wort. Leverkusen ist ja so mein Spezialgebiet. Ich arbeite da gerade an der Doktorarbeit zum Thema. Und deswegen haben wir die Leverkusener Spiele intensivst angeschaut. Und habe natürlich da wieder eine fundierte Meinung dazu. Jetzt haben die Leverkusener 2-0 verloren in der Champions League gegen Juve. Dann haben sie 2-0 verloren in der Liga. Und jetzt geht's gegen Klinsmanns wiedererstarkte Berliner Hauptstädter. Sie sind so ein 1,6er Favorit. Das heißt immer so, das ist ein Favorit, dem man nicht so ganz trauen darf bei der Quote. Und die Hertha mit dem 1-0-Sieg gegen SC Ruhmreich Freiburg. Wird jetzt da weitermachen wollen und Klinsmann findet anscheinend echt die richtigen Worte. Und du hast ja letzte Woche gesagt, wir setzen jetzt einfach immer auf den Klinsmann, bis er mal gewinnt. Jetzt hat er gewonnen. Was machen wir denn jetzt? Naja, Radek, es ist ja so, lass mich lügen, aber ich sehe Freiburg in der Tabelle vor Leverkusen. Und wer eine besser positionierte Mannschaft daheim schlägt, der ist auswärts auch Favorit gegen die schwächeren Leverkusener. Plus 1 eine Zweierquote, damit hätten wir noch eine Niederlage abgedeckt. Kann man machen. Lass uns mal hier plus 0,5 schauen. Das ist eine 2,55. Da würde ich tatsächlich die plus 1 einloggen, damit unser Jürgen uns nicht enttäuscht. Ich glaube aber tatsächlich, dass Hertha eher unentschieden spielt oder gewinnt. Aber
plus 1, mhm. Zweierquote. Man soll die Kirche auch mal im Dorf lassen. Absolut. Deswegen muss man auch durchaus in Betracht ziehen, dass Leverkusen mal wieder so spielt, wie sie es eigentlich drauf hätten. Und deswegen wird es ein sehr interessantes Spiel. Und ich tue mir echt schwer, jetzt hier auf die Berliner eine Wette abzugeben. Denn ich denke schon, dass, wenn man die Mannschaften vergleicht, Leverkusen das auch höher gewinnen kann. Andererseits, die Argumente haben wir schon gebracht, kann natürlich Berlin hier vielleicht zumindest nur mit einem Torunterschied verlieren und das dann eng gestalten, aber dafür reizt es mich nicht so. Deswegen muss ich hier leider so mein Veto einlegen und das Glück mit dem Klinsmann nicht überstrapazieren. Hertha plus 1. Also ich glaube, dass wir jedes Mal auf Jürgen setzen sollten, solange uns eine Quote über 1,8 gibt. Und Hertha plus 1 ist Pflicht. Veto abgelehnt. Schade. Na gut. Da bin ich so fair und sag, du bist der Chef. Sonst würde ich jetzt auch das Video einfach boykottieren, bis wir nochmal neu anfangen müssen. Das ist eigentlich auch ganz ja, schön. Gut, da haben wir uns schon wegen weniger in die Haare gekriegt. Von daher wäre das auch mal ganz witzig. Aber ich logge es jetzt hier ein mit dem Hinweis drauf, das ist nur ein Tipp für Klinsmann-Fans. Ja, wir sagen ja auch manchmal, für Düsseldorf-Fans kann man es machen. Aber Gladbach gegen Paderborn, was siehst du denn da? Denn die Gladbacher sind nicht mehr Tabellenerster. Ja, da würde ich die Wette, würde ich angesichts dieser Quoten hier einfach, oder dieses Spiel würde ich einfach überspringen. Denn Gladbach ist hier sehr hoher Favorit, nachdem sie jetzt ihre Tabellenführung verloren haben. Keiner so richtig weiß, was Sache ist. Natürlich, in der Regel gewinnen sie gegen Paderborn, aber da ist nicht viel damit gewonnen. Paderborn kann es eng machen, aber wer glaubt das schon wirklich? Und von daher ist es ein hässliches Spiel zum Tippen. Wenn die Chancen so eindeutig verteilt sind und man eigentlich auf den Favoriten gehen würde, aber auch vom Favoriten nicht so 100% überzeugt ist, deswegen würde ich einfach zum nächsten Spiel gehen. Radexbet zwischen Wolfsburg und Schalke. Aus dem Grund, weil Schalke auch das letzte Spiel wieder gewonnen hat, wie wir es übrigens vorhergesagt haben. Aber Schalke halt auf Platz 4 viel zu hoch ist und Wolfsburg jetzt keine Laufkundschaft ist, wie sie auch am letzten Spieltag gezeigt haben, indem sie den Tabellenführer runtergeholt haben. Man kann sagen, im Runterholen sind sie Weltklasse, die Wolfsburger. Und deswegen kurzes South Park-Zitat für alle, die jetzt schockiert schauen. Meinte er ganz unzweideutig und deswegen, ja, denke ich hier, die Mannschaften im Moment, keiner will hier wahrscheinlich federn lassen, aber keiner will halt auch bis zum Äußersten gehen und dieses Spiel gewinnen und von daher wäre mein Tipp einfach ein Unentschieden mit 0,3 Einheiten. Ja, was willst du da noch sagen? Alle drei Spielereignisse können passieren, wie bei jedem Spiel logischerweise, aber das ist auch von der Quote her das mehr oder weniger Wahrscheinlichste. Ne? Gut, dann haben wir noch die Frankfurter, deren Scheitern gegen Schalke haben wir prognostiziert am letzten Spieltag. Jetzt sind sie im Heimspiel gegen die Kölner, ja, so schon relativ deutlicher Favorit. Können die Frankfurter die Kölner wieder oder wieder alte Kräfteverhältnisse herstellen? Also schon verrückt, gegen wen Köln nicht gepunktet hat oder auch hoch verloren hat. Jetzt haben sie Leverkusen 2-0 geschlagen, aber das hat die B11 von Juventus auch schon gemacht. Frankfurt hat jetzt weiterhin eine englische Woche, aber diesmal nicht international, haben gegen 10 Schalke es auch nicht geschafft zu scoren und die sind jetzt auch mal wieder für einen Heimsieg gut. Der letzte Sieg, der ist auch schon länger her. Sie sind deutlich stärker als Köln und ich denke, dass bei diesem Spiel Frankfurt zumindest kurzfristig wieder in die Überholspur oder auf die Siegerstraße kommt. Und eine 1-8 reicht doch, oder? Total, ja. Gehe ich mit. Und die Heimstärke der Frankfurter muss hier jetzt sich auszahlen in diesem Spiel gegen einen designierten Absteiger. Also ich sehe nicht, wie Köln in dieser Verfassung in der ersten Liga bleiben soll. Da müssen sie schon in der Rückrunde sauber aufräumen. Kann natürlich passieren, aber in dem Moment ist die Quote für die Frankfurter gut genug, um darauf zu setzen. Und dann zum Abschluss dieses Spieltags am Mittwoch gibt es dann noch
Ein Spitzenspiel par excellence. Der SC Freiburg empfängt Bayern München und da schauen wir uns doch gerne einfach mal die Tabelle an, denn das ist ein Spiel auf absoluter Augenhöhe zwischen 5. und 6. Nur, dass der 5. 24-18 Tore hat und der 6. und der 5. 41-21. Also krasse Differenz da. Ist jetzt aber auch nicht verwunderlich, weil man überlegt, wenn Bayern gewinnt, dann machen sie es doch schon mit Abstand. Hertha hat Freiburg geschlagen, davor Freiburg 1-0 gegen Wolfsburg, 4-2 gegen Gladbach verloren. Also es geht rauf und runter. Ich glaube, die sind deutlich über den Erwartungen, ist ja auch klar. Und lass uns doch mal auf die Asian Handicaps schauen. Denn die Quoten machen genauso wie beim Gladbach-Spiel direkt drauf zu wetten keinen Sinn. Was ist denn die Line für den FC Ruhmreich heute? Ja, die Bayern müssen mit 2 Toren Vorsprung gewinnen, damit man eine Quote um die 2 bekommt, beziehungsweise dann das Geld zurück. Finde ich jetzt hier genau richtig gelegt, diese Linie, denn 2 Tore Vorsprung können die Bayern in Freiburg jederzeit schaffen. Dass die Freiburger es hier eng gestalten, dafür fehlt mir im Moment ein bisschen der Glaube, auch wenn sie es über die ganze Saison schon gemacht haben. Ich glaube, ich muss dann zu Weihnachten mal so ein Video zusammenschneiden, wann immer ich irgendwie skeptisch bei Freiburg war und sie mich eines Besseren belehrt haben. Sollen sie mich wieder eines Besseren belehren, aber in dem Fall ist es für mich eine No-Bet. No-Bet sehe ich auch so. Wer sagt, Bayern ist in der Erfolgsspur oder besser gesagt in der Dominanzspur zurückgelangt, könnte sich die minus 1,5 Tore für eine 1,6er-Quote überlegen. Aber ich glaube, wenn man hier dieses Spiel nicht setzt, sondern einfach nur hofft, dass Bayern nicht punktet, dann ist man auch gut dabei. Ja, man muss aber auch vor allem zur Verteidigung der Bayern sagen, die 2 Niederlagen gegen Leverkusen und gegen Gladbach waren 1-2 jeweils. Und in beiden Spielen waren sie eigentlich die bessere Mannschaft, haben sau viele Torchancen ausgelassen und im Endeffekt ist das ja keine richtige Krise gewesen. Dann haben sie Tottenham, gut, die waren auch jetzt nicht in Bestbesetzung, 3-1 besiegt und dann haben sie halt Bremen in der zweiten Halbzeit abgeschossen und so weiter. Also ich denke schon, die Bayern können das machen, aber im Endeffekt einfach hier nicht unter unseren Picks dabei. Stattdessen haben wir hier eine Heimsiegwette auf Augsburg. Dann noch bei Augsburg über 3,0 Tore. Die ist hier. Ja, und Hoffenheim mit Asian Handicap 0 in Berlin mit 2,09, also bei den Eisernen. Der andere Berliner Club verliert nicht mit mehr als einem Tor, im besten Fall unentschieden oder Sieg. Hertha plus 1 für eine 2-0. Und Wolfsburg-Schalke trennen sich schiedlich-friedlich 3-3 unentschieden. Oder Frankfurt Hauptsache unentschieden. Besiegt die Kölner, die dann im Tabellenkeller bleiben. Genau, ein paar schöne Picks und ein paar schöne Tipps und eure könnt ihr in die Kommentare posten, dann freuen wir uns drauf und schauen, ob beim nächsten Mal wieder ein ähnlich guter Spieltag hinter uns lag. Schon am Donnerstag, denn es ist ja der letzte Spieltag direkt am Wochenende und dann geht's weiter mit der Winterpause. Aber vorerst haben wir noch ein Spiel, also auf geht's Klinsmann und bis dahin. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5-Euro-Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LV.